Hamburg ist, glaube ich, die drittwichtigste Stadt für Musical in der Welt nach New York und London. Und wenn ich irgendwo außerhalb Hamburgs verreist bin und die Leute sagen, sie sind aus Hamburg, dann sagen sie immer, ich war dort gerade beim Musical. Musical ist unser Exportartikel oder Importartikel, wie man unsere touristische Hauptattraktion neben dem Hafen, würde ich mal sagen. Also ich habe erwartet, dass sich meine Nostalgie-Sehnsucht nach dem Jahr 1976 erfüllt. Ich war 1976 für den Spiegel zum 200. Jubiläum der Vereinigten Staaten auf einer Rundreise, die natürlich in Philadelphia begonnen hat. Und ich habe damals den Philly Sound dort kennengelernt und natürlich habe ich den Rocky-Film gesehen und Sylvester Stallone bewundert. Und ich habe eine nostalgische Erwartung gehabt, die hat sich befriedigt. Es ist ein sehr nostalgischer Film. Er ist als Musical sehr gut gebaut, was nicht schwer ist, wenn man einen solchen Film als Vorbild hat, weil der Film geht auf einen Höhepunkt zu und die Geschichte auch. Und ich muss sagen, mir hat die Liebesgeschichte sehr gut gefallen, weil das Mädchen wirklich das Mauerblümchen wie im Film, die sieht genau aus wie die Filmschauspielerin. Und es war ganz großartig, was ich da gesehen habe. Ach Gott, also Sylvester Stallone ist unvergleichlich, aber dieser kann bestimmt besser singen. Würde ich mal vermuten. Im Übrigen haben sich beide Boxer einen Körper antrainiert, der sich in jedem echten Ring der Welt sehen lassen könnte. Ich habe hier das erste Musical, das ich in Hamburg gesehen habe, waren Cats. Das habe ich damals noch für den Spiegel gesehen. Und da hat ein Kollege zu mir gesagt, das wird jetzt ein paar Jahre laufen. Da habe ich gesagt, du bist verrückt, Theaterstücke laufen nicht ein paar Jahre. Und inzwischen sind viele Musicals ein paar Jahre gelaufen. Also ich muss Ihnen gestehen, ich habe den Film sehr lange nicht gesehen. Meine Frau schreibt über dieses Musical, die hat ihn sich gestern angeguckt, aber ich war gestern auf einer Lesereise. Ich habe den Film nur schattenhaft in Erinnerung. Aber wie gesagt, das war eine wichtige Zeit und das Musical spiegelt auch, soweit das ein Musical bereit ist zu tun, und dieses ist ziemlich bereit, was Philadelphia damals war. Es war die Stadt, in der sozusagen die USA geboren wurden. Und es war damals die Stadt, die gerade aus einer schrecklichen Verkommenheit erwacht ist. Es gab große Rassenprobleme, es gab große Drogenprobleme. Philadelphia war am Boden und hat sich ab 76 sehr erholt. Das hing auch mit der Musik zusammen, die aus Philadelphia kam. Und dieses Musical hat mich an ein anderes Erlebnis erinnert, nämlich mein erstes großes modernes Musical war die West Side Story von Bernstein. Und diese Ballettkämpfe, die sind hier sozusagen soziologisch auch gespiegelt. Die beiden Banden, die in der West Side Story spielen, das kriegt einen Spiegel hier auch in diesem Film. Das ist auch ein Spiegel im Rocky-Film, wie ich das erlebt habe. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also es ist auch gut, dass da die Publikumsreihen zu echten Boxringreihen werden, dass man das hinten wieder gespiegelt. Nur ist das also für einen Theatergänger nichts wirklich Neues, weil das machen inzwischen auch die klassischen Bühnen wie das Schauspielhaus in Hamburg. Das muss es machen, weil es keine Bühne mehr hat. Also muss es mit diesem Trick auch arbeiten. Aber es ist hier sehr imposant, finde auch die Spiegelung des Ich habe mir vor ein paar Tagen den Klitschko-Kampf angeguckt. Da war Sylvester Stallone auch. Und das war auch wie ein Echo auf den Klitschko-Kampf. Also insofern war es ein Spiegel im Spiegel im Spiegel.